Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Weiß Soling Challenge mit Rudel. Yay und Machi. Und einem trainierten Pokémon. Yes. Enel hat Pokémon-Sprung gelernt. Das war's im Grunde. Nami hat gar nichts gelernt. Ich habe ihr aber Sachen beigebracht. Und zwar Stärke, Schlagbefehl und Kraftkoloss. Und ja, es war ganz, ganz gut beim Trainieren, als ich zwürdig gegenüberstand, dass ich mit Rauflust trotzdem getroffen habe, war sehr angenehm. Kann man machen. Läuft auf jeden Fall. Genau, und ja, wir haben Wablu nicht mehr im Team. Wablu und Knackleon. Genau. Oh, Hankook. Genau. Seit Maya wieder drin. Richtig. Und bei mir hat Hitoshi auch einfach immer noch oder direkt wieder den EP-Teiler bekommen und. Wo bist du denn da? Im Stadion. Ganz oben links. Links? Ist da. Das ist das Stadion? Und ich habe Maya Milchgetränk beigebracht. Level 25. Das ist okay. Nun gut. Pokensprung. Gut. Macht. What? Das ist eine Glut von Jungglut? Holy fuck. Über die Hälfte Schaden? Na gut, wir haben eben festgestellt, Zebra zählt nicht viel aus, ne? Ja, aber eine Glut von. Ich dachte, Jungglut wäre physisch und. Warte. Und die wollen alle kämpfen oder was? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Mogelhieb, du hässliches Jungglut. Haha. Geschneider. Muss rein. Kusan, Level 26. Oh. Ja. Dudley. Aber die geben gut Geld. Yes. Probieren wir es nochmal mit Emil. Bei dem. Der will nicht kämpfen. Bei dem. Der will auch nicht kämpfen. Also war das nur der eine. Na gut. Dann gucken wir hier rein. Hallo, da ist ein Rugby-Typ. Und hier auch. Hallo. Aus dem Gebäude raus und das Gebäude rechts daneben. Achso. Hunduster. Hunduster hält aber auch nicht viel aus. Hoffentlich. Was kaputt? Bitte. Nicht kaputt. Es macht Biss. Okay. Ich habe einfach einen Supertrank benutzt. Du reicher Boy, du. Könnt ihr ja nicht aufmachen. Ach ja, ich habe mir ein Mysto-Schwert gekauft, aber es kann niemand lernen, also, na, ja. Kann ich gegen Skunkapo was Effektives machen? Ich glaube nicht. Ich könnte... Ich setze einfach Struppi ein. Struppi macht das schon. Oh, Struppi ist auch schon fast ein Level up. Strubi! Niffler. Ach, es hat auch noch einen Evoliten. Also mein Strubi, ich ganz vergessen. Du vergesslicher, du. Stärke! Oh, Schlitzer. Will das viel schneller. Oh, wie süß. Könnte noch mehr sein. Könnte. Nur noch eine Stärke. Oh.
Was ist denn los? Eben Knaxel, jetzt Capuno? Ach nee, nicht mal Knaxel. Doch. Doch? Nee. Doch? Doch. Okay. Mal Knaxel. Wie heißt das davor? Fuck. I'm out. Kaumalat. Kaumalat. Wusste ich. Das hatte ich voll vergessen. Oh, echt ein Trank. Mein letzter Trank. Oh nein. Die Toshi erreicht Level 27. Also wenn die alle kämpfen wollen, dann aber gute Nacht. Nein? Nein? Nope. Ich stelle mich einfach mal zwischen euch, ist bestimmt sicher, oder? Definitiv. Wall of Death! Wall of Death! Reden von irgendwelchen Attacken. Ist mir egal. Ich will kämpfen. Ich will töten. Ich will zerfleischen. Ich meine, was? Massige Körper prallen aufeinander. Das ist auch mal ein Satz, um eine Konversation zu beginnen. Ja, das ist ein wunderbarer Satz. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so lustig finde. Gehst einfach irgendwo hin zu so einem alten Sack und das erste, was er zu dir sagt, ist: massige Körper prallen aufeinander. Creepy. Ist auch nur der eine, der kämpfen wollte. Kann ich überhaupt meine Paralyse heilen? Nee, ne? Fuck. Ah doch, mit Bären wird bestimmt. Aber das ist der Einzige, der kämpfen wollte, dann schau. Oh. Dann können wir jetzt eigentlich zum Vergnügungspark gehen. Ich habe festgestellt, dass das, wie heißt das nochmal? Frostwold? Frost irgendwas? Mhm. Eine 2-Runden-Attacke ist, von daher ist sie ganz schnell uninteressant geworden. Nein, du findest eine Quelle für Energiekraut. Hm. Ja, gut. It's N! Ein Buchstabe im Alphabet. Wieso kommen die darauf, ihn einfach N zu nennen? Können die dem nicht einfach einen normalen Namen geben? Muss das ja, warum, N? Warum denn nicht L? Das ist doch... Folge mir. Warum mache ich das einfach? Kann ich einfach sagen, nö, bist mir unsympathisch. Du bist voll creepy, ich folge dir nicht. Das geht leider nicht. Weit und breit niemand zu sehen. Und das ist noch viel mehr creepy. Wenn er sagt, folgt mir, er sieht sich um und sagt dann, ja, ist keiner hier. Aber das Riesenrad dreht sich. Das heißt, da müsste jemand sein, der das betreibt, oder nicht? Vermutlich. Wo kommt N denn? Ah, da. Liebe Riesenräder, Mechanik in Perfektion, mathematische Präzision. Und ich gehe einfach als erstes rein. Ja, klar. Ist aber wirklich super creepy, wenn du hier so ein Riesenrad hast, wo niemand mitfährt. Der König von Team Plasma. Das ist schön für dich. Mindestens 5. Ah! Suddenly Team Plasma Musik. Nö. Oh, der sagt sogar, dass er nicht gewinnen kann. Hoffen wir mal, dass er recht hat. Pokémon. Oh nein.
So. Ja, hoffen wir, dass er recht hat. Hoffen wir, dass er recht hat. Dürre. Das ist okay. Wenn er Wasser-Pokémon hat, wäre das super. Kraftkoloss! Achso, na gut, lass ich mal. Wobei, bei Eis-Pokémon ist es ja auch gut. Außer es ist ein Siberio, da will ich nicht drin bleiben. Kusan? Scheiße, Wasserattacken sind reduziert wegen Dürre. Du schaffst das schon. Das glaubst du. Charmian ist böse, oder? Finde ich auch. Ja. Schaden okay, der Mogel. Okay. Mal sehen, wie viel Kaltklinge noch macht. Ja. Aber immer noch eine Menge. Hätte aber wahrscheinlich gereicht, hätte es. Initiative sinkt. Bin ich noch schneller? Das wäre cool. Nein, natürlich nicht. Und nach der nächsten Finte müsste ich entweder heilen oder wechseln. Okay. Danke fürs Aufwachen, Nami. Ein Nickerchen ist angenehm, aber. Botogel. Pandia Psycho? Nee, normal, oder? Normal. Verwechsel ich jedes Mal. Bumm, kein Sprung. Was willst du? 669. Wie stark ist der Schneider nochmal? 50. Hm, 50, also 75. Hm? Jetzt Step. Jetzt Schlagbefehl ist stärker ohne Step. Ja. Schneebedeck. Psychstrahl. Schneebedeck ist perfekt. Aber es kann Psycho-Attack. Oh mein Gott. Okay, es war ein Crit. Erschreckt mich doch nicht so, Pandia. Grausames Crit. Oh, Aufruhr. Das kommt ja auch. Kann gut schon. Eieiei. Aber Aufruhr ist eine normale Attacke, ne? Mhm. Ja. Verpiss dich. Du wirst keine Niederlage kennen. Du hast gerade eine gekannt. Du hast gerade verloren. Du bist doof. Oh, fuck. Isbark? Ach du Scheiße. Das tut weh. Einzige effektive Attacke kann Nami. Nami ist halt tot. Halb tot. Sag ich doch. Kam das nicht an? Ich hab bloß tot verstanden. Oh nein, ich meinte halb tot. alles andere ein bisschen. ich glaube, ich nehme Kuma und ansonsten Arachnus. Was kann... Oh Gott. Bismarck wird wehtun. Bismarck keine Body Check, glaube ich. Mehr nicht? Das kann sehr wehtun. Na, Biss. Aber keine Gesteinsattacke, ne? Das sollte nicht. Dann kann ich wenigstens in den Dingens reinwechseln, wenn ich eventuell muss. Aber Bismarck ist halt schon heavy. Ja, schwer müsste es auch sein, ja. Das stimmt, Scheiße. Werbung. 61 Kilo, das ist schon ordentlich. Da kommt der Bodycheck. War sowieso schon schneller. Toll. Warum steht hier kein Level? Achso, weil das die ersten Level sind. Ha, ha, ich bin dumm. Kraftschub, Bodycheck, rechte Hand bis. Oh, Kraftschub. Oh Gott, please.
Rein theoretisch. Wenn noch zwei Blubstrahle ausreichen und er nicht krittet, dann noch irgendwas Dummes macht, habe ich gar kein Problem. Oh Gott, yay, yay, yay. So, bitte reich aus. Das könnte sehr knapp werden. Kein Was überlebst Krit, kein du? Krit, kein Krit. Oh. Und er ist tot. Alter! Was? Ich dachte, ich bin durch. Nein! Staravia! Ah, fuck! Dann bleiben und heilen? Oder Fünkchen, ja. Aber Fünkchen hat am wenigsten weniger physische Verteidigung. Eher speziell. Ja. Oder? Geht aber. Nee. Es geht voll. 41 ist wirklich okay. Kann ich echt machen. Ah, stimmt ja, das war erst das dritte Pokémon. Alles klar. Guck mal noch hier oben links. Ich glaube, hier waren auch noch ein paar Trainer. Oh nein. Hallo. Das Item da rechts nicht geholt. Was passiert? Es hat Doppelteam gemacht. Soll ich als Protest Komprimator machen, oder? Hat mich getroffen. Versuch's doch einfach. Funkenflug weiter. Hm? Mit Funkenflug weiter, weil ich glaube, das Ding könnte Aeroas. Bin mir nicht sicher. Schutzschild. Geht doch. Yay, au. Nepke kann beißen. Sternstück. Oh, das kann ich gut verkaufen. So, wo ist hier was? Da ist was. Ich habe gar nicht mit dem Itemradar geguckt. Oh, ein Magneton. Auch nicht. Will ich das bekämpfen? Macht mir das Schaden? Gibt gute Erfahrung auf jeden Fall. Bitte mach gut Schaden. Ist es das, was ich... Ich glaube, ja. Ah, wie cool. Müsste bloß mal gucken, ob du noch was lernen möchtest, oder? Ja, das muss ich wohl noch, aber das ist okay. Darüber freue ich mich. Der Abfalleimer ist leer. Was soll denn der Quatsch? Warum benutzen die Abfalleimer nicht? Warum steht da nicht wenigstens im Abfalleimer ist Müll? Weil er leer ist. Ja, offensichtlich, aber... Der Müll wird. Es werden halt keine Abfalleimer benutzt, der Müll wird irgendwo hingeschmissen. Schon doof, ne? Was ist das denn hier? Oh. Hallo! Oh. Wo bist du? Oben links. Aus der Stadt raus. Na toll. Hab ich vorhin gesagt. Ja, oben links. Ich dachte, oben links in dem Park da. Nein. Ja, es tut mir leid. Ich bin mal wieder... Alter. Aber ich muss mich erstmal heilen, weil ein paar mehr meiner Pokémon doch verletzt wurden, deswegen... Warum macht Enel so wenig Schaden? Ich bin 5 Level höher. Die Attacke ist sehr effektiv. War das Ding Filter oder so? kann natürlich sein. Maja.
8 Schaden. So wenig Schaden. Okay, wie viel Schaden macht Aurora Strahl? Okay. Mega Sauger. Wie süß. Also wenn du Igelsamen schon als Hauptschadensquelle hast, dann weißt du doch, dass du ein scheiß Pokémon bist, oder? Ey. Ach nee, Kopfnuss. Sag nichts gegen Papunga. Papunga kann Akrobatik. Ja, aber erst später. Ja. Ja. Aber lernst du es nicht ungefähr, wenn es sich entwickelt? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Riolu? Ist Riolu schon Stahl? Nee. Alter, ich hab Probleme gegen ein verschissenes Knilt, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Da hast du recht. Macholo. Macho, Macho, Macho. In dem hässlichen Egelsamen, ey. Hat sich's fast komplett wieder voll geheilt. Aber wäre der Egelsamen nicht weg, wenn du austauschst? Ja, ich hab ausgetauscht. Ich dachte halt, ich kann gegenheilen, aber in der Zeit hat sich's halt auch wieder gut gegen geheilt. Und, Also, ja, okay. Hätte wieder ewig gedauert. Menki! Was kommt jetzt? Sesokids. Mantis hat nichts Selektives, oder? Trudel! Oh. Itoshi versucht, Psychstrahl zu erlernen! Ich strubi rein. So, Prickung wirkt! Yay! Muggelhieb! Yay! Mach Schaden! Yay! So. Itoshi hat es sich offiziell verdient, den EP-Teiler nicht mehr zu benutzen zu müssen, oder wie auch immer. Lanas. Eine Käferattacke wäre cool. Soll ich irgendwas was Psycho? Nee, ne? Das wäre zu schön, glaube ich. Mit dem Stahl, Boden. Ja, das war's. Wunderbar. Aurora-Strahl. Naturkraft. Wird zu was? Triplette. Natürlich paralysiert. Natürlich, komplett paralysiert. Echt? Bitte nicht kritten. Und halt die Skelettlinse. Alter, willst du mich komplett verarschen? Puppi. Was ist mit dem Clown? Oder will er auch kämpfen? Er ist ein Kasper! Ariados! Ganz schöner Kasper. Ariados gegen Nami. Ich hab immer noch zu tun gegen diese komische Bäckerin, ey. Ich hab zum Glück keine Probleme. Oh, Klammer. Das kann mein Ariados nicht mehr. Und ja, jetzt möchte belernt. Ich heilen. Klammer? Aber im Grunde eigentlich keine schlechte Attacke. Kann es wirklich Klammer lernen? Nein, ich glaube dann nicht. Klammer ist doch das, was auch Krebskorps kann, oder?
Ja. Nee. Ich weiß nicht. Irgend sowas, was mit Festhalten und Kranken. Klammergriff könnte es, glaube ich. Klammergriff dann vielleicht, ja. Oder Umklammerung. Irgendwie eins davon. Und was? Hallo. Ich glaube, wir haben schon geguckt. Der Clown will kämpfen, hast du gesagt. Dann kämpfen wir gegen den Clown. Kaspar Stacy, Stolunio. Ich weiß, dass Enel ein Stolunio besiegen kann. Es kann sogar ein Stolrak besiegen. Ja, das stimmt. Was machst du denn da für Zeugs, ey? Kann man sich das nicht mit ansehen, Mann? Das Vieh krittet mich auf einmal. Ja, ich hab's gesehen. Heilige Möwe. What the f... Gladiantri? Wollen die alle kämpfen? Nicht? Oh, Gladiantri? Pass auf. Ah, der Tänzer will bestimmt auch kämpfen, ja. Was machen wir gegen Gladiantri? Ich glaub, tu's an. Kaspar Stacy. Ja. Okay. Ja, Zina, dachte, na toll. Ich dachte gerade irgendwie, Gladiantri ist schon die Weiterentwicklung. Oh, ich auch. Ja, ist denn die Weiterentwicklung? Cesurio, oder? Ja, doch, stimmt. Das und Enel entwickelt sich. Ach, wie cool. Deswegen habe ich damit auch gekämpft. Vielleicht auch mal Schaden. Werden wir sehen. Na, hoffentlich. Erstens, welche Fähigkeit es hat und oh ja, zwei, oh wie ja, sich oh die ja, Werte oh verändert ja, haben. Ja. Zebritz! Zebritz, welcome to the Wolfpack. So, was kannst du denn? Smogon. Expidermis, okay. Das ist solide. 60 Angriff. Denke ich auch, okay. 62 Spezialangriff. Wenn ich so den Rest von meinem Team vergleiche. Ja, gut. 74er Angriff ist halt noch. Ja, anderes, aber. Ich bin ganz okay. Ja, ich auch. Und dann setzen wir einfach mal einen Trank ein. Super Trank! Fährte wirkt. Temposchub. Nein! Du bist gemein! Smogon, du bist gemein! Was macht er? Der hat einfach meinen Temposchub kopiert, die Sau. Was? Ah, dafür ist er auch einfach in einem Schlag hier, ne? Hallo. Du willst nicht kämpfen, das ist okay. Hallo. Willst du gar kämpfen? Du willst eigentlich nicht kämpfen, das ist okay. Hallo. Meine Melodie schaltet okay die Welt hinaus. Hallo. Meine Pokémon sind alle dem Kampf voraus, was? Fuck. Will ja doch kämpfen. Guck mal, den habe ich noch nicht gekämpft. Den, was ist das? Maler? Künstler. Ein Chardrago. Alter. What the fuck? Warte ab, du kannst das. Ich guck erst mal, wie viel Schaden der Mobile-Hit macht. Und jetzt hat er Konzentration. Konzentrator. Ist ärgerlich. Aber ich würde sagen, das reicht dann nicht. Wechsel mal auf Arachfunkchen. Ich habe 25 Schaden genommen. Da will ich nicht drin bleiben. Vor allem deine Drachenhut dann auch ausreicht. Karateschlag, hey, Überraschung, ich wusste es nicht. Maya will ich nicht reinsetzen, weil. Maya, ja, was? Kusan, mal wieder. Kusan ist immer so der Notnagel. Musiker Crystal setzt als nächstes Macholo ein. Arachnis oder Kuma? Aurora-Strahl! Ich mag die Animation von Aurora-Strahl, das sieht voll schön aus.
Leider ist Aurora-Strahl jetzt nicht unbedingt die stärkste Eisattacke, die es gibt, sonst... Aber für den Anfang schon ziemlich gut. Für den Anfang auf jeden Fall. Und es kann den Angriff senken. Das ist keine schlechte Attacke, das habe ich auch nie behauptet, aber... Muss ich eigentlich heilen? Ja. Heilung. Bin ich ein schweres Pokémon? Weiß ich nicht. Initiative von Kume Sing. Temposchub. Find ich das heißt, schön. Fußtritt ist nicht das, was gegen... Oder? Nee, kann nicht. Fußkick wäre dann das. Fußkick. Das ist so dumm. Das ist mega, mega bescheuert. Und anstrengend und ach. Okay, bevor ich den nächsten Kampf... Du hast den Dekoartikel Irritar erhalten. So. Jetzt kann ich mein Pokémon... eine Sonnenbrille aufsetzen und die E-Gitarre geben. Yay. Oh, Trudel? Hm? Ich habe hier noch einen Trainer, zumindest den älteren Herrn hier, den du schon hast, den Künstler. Hm. Ich muss noch den Tänzer und den Musiker machen. Und da oben vielleicht noch den Wanderer. Genau, muss ich noch gucken, wie man da hinkommt. Aber ja, dann beenden wir die Folge hier, ne? Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.